Herzlich willkommen heute zum Thema Notfallkoffer für Unternehmer. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr eine große Anzahl von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, ihren unternehmerischen Traum zu verwirklichen. Der Notfallkoffer wird für dich relevant. Entweder, wenn du ein Unternehmen verkaufen willst, das Unternehmen vorbereiten willst für die Übergabe, wo alles dann abgespeichert ist, alle Verträge, alle Unterlagen, die du dann weitergibst. Aber genauso wichtig ist das Thema für dich, wenn du selbst Unternehmer bist und in Urlaub fliegst und vielleicht dort einen Unfall hast oder schließlich auch im Todesfall geregelt ist, dass das Unternehmen weiter bestehen kann. Dann ist es erforderlich, dass du so einen kleinen Koffer hast, entweder einen physischen Koffer oder einen digitalen Koffer, der an mehreren Stellen hinterlegt ist, dass andere aus deinem Team, aus deiner Familie, aus deinem Unternehmen das Unternehmen weiterführen können. Ein wichtiger Punkt, in der im Koffer hineingehört, das ist die Regelung der Erbangelegenheiten. Denn wenn du einen Geschäftspartner beispielsweise hast und der fährt in Urlaub, verunglückt und stirbt und in der nächsten Gesellschafterversammlung sitzen dann die Kinder, die 5 und 7 Jahre alt sind, die aber da nicht sitzen dürfen und deshalb ein Vormund vom Sozialamt gestellt wird und dann die Interessen des Unternehmens repräsentieren soll und Entscheidungen treffen soll, nun, das wünschst du dir wahrscheinlich nicht und umgekehrt du auch nicht deinen Geschäftspartner. Deshalb ist es wichtig, dass du auch im Gesellschaftervertrag regelst, was passiert im Todesfall eines Gesellschafters. Geht dann das Erbgut, die Erbanteile rüber nach der Nachfolge an den Familienangehörigen oder hast du ein Vorkaufsrecht als Gesellschafter, dann die Anteile zu übernehmen, zu kaufen und die Kinder oder die Angehörigen auszuzahlen. Wichtig ist auch, dass du ein Testament hinterlegst, wo du nicht nur die privaten, sondern auch alle unternehmerischen Themen geregelt sind. Und das ist vom Vorteil, wenn dein Umfeld auch weiß, wenn die Führungskräfte, deine Familienangehörigen auch wissen, wo das Testament liegt. Auch regelst du im Notfallkoffer, was passiert in einem Worst-Case-Szenario. Du verunglückst tödlich oder liegst im Koma. Dann muss hier in dem Notfallkoffer geregelt werden, wer wird wann informiert, wann wird die Firma, die Belegschaft, dein Team informiert. Wer informiert das Team und wer übernimmt dann auch die Nachfolge? Ist es eine Person, die in das Chefzimmer wechselt oder sind es mehrere Personen als Team, die dann deine Firma weiterführen? Und die große Frage ist auch, wer macht dann was und wie soll das Ganze ablaufen? Ein weiterer wichtiger Punkt, der geregelt wird im Notfallkoffer, ist der Umgang mit dem Vermögen. Da rede ich nicht nur von dem privaten Vermögen, sondern vor allen Dingen von den Unternehmensanteilen oder wenn es ein Einzelunternehmen ist, die Inhaberschaft des Unternehmens und der verbundenen Werte. Und wer übernimmt das dann? Übernimmt das ein Einzelner? Übernehmen das teilweise auch Mitarbeiter einer Firma? Gibt es eine Erbengemeinschaft? All das wird geregelt im Notfallkoffer, dass hier Klarheit besteht, denn Unklarheit gefährdet auf der einen Seite dein Unternehmen, auf der anderen Seite löst es Streitigkeiten aus, die sich hier verhindern lassen. Im Fall einer Krise oder wenn du dein Unternehmen verkaufst, dann muss irgendwann im Laufe des Monats, am 21., 25., müssen Überweisungen getätigt werden an die Mitarbeiter, die Krankenkassen wollen bezahlt werden, du musst die Miete überweisen, die Lieferanten und andere Fremdleister. Und dazu bedarf es Vollmachten, die dann einem Prokuristen oder einem Bevollmächtigten oder einem Geschäftsführer oder dem Nachfolger erlauben, dann auf das Konto zuzugreifen und dann die Überweisung auszulösen. Und das ist von Vorteil, wenn im Notfallkoffer auch steht, welche Konten es sind, wie die Zugänge sind und wie dann das TAN-Verfahren dann beispielsweise die Überweisung auch auslöst. Schließlich macht es auch Sinn, dass du dir Gedanken machst für den Worst-Case-Fall, wie der Vertretungsplan aussieht. Wer, wo, welche Aufgaben übernimmt, die du übernommen hast. Gerade in Bezug auch auf Kunden, auf Lieferanten, auf VIP-Kunden, auf Multiplikatoren, Netzwerke, Bezugsgruppen und andere relevante Schlüsselpersonen, die mit deinem Unternehmen verbunden sind, macht es Sinn, auch einen Nachfolger zu bestimmen, der dann in diese Funktion und Position nicht nur Einzug halten kann, sondern auch weiß, wer das ist, wie er die erreichen kann und was die Funktion und der Wert für das Unternehmen repräsentiert hat. Und natürlich muss der Nachfolger, dem du dein Unternehmen verkaufst, oder der Stellvertreter, der für dich einspringt im Notfall, auch wissen, wo die Kontaktdaten sind, wie er die erreichen kann, die Telefonnummern, die E-Mail-Adressen und die Unterscheidungen in die verschiedenen Kategorien. Das alles muss er auch wissen. Dazu braucht es eine Arbeitsanweisung für deine Kontaktdatenbank und am besten ein Inhaltsverzeichnis für die Struktur deiner Datenbank.
Und natürlich hast du eine ganze Reihe von E-Mail-Konten, von Domains, von anderen Softwarezugängen, wo du dann Benutzernamen und Passwörter hast. Wahrscheinlich sind es zwischen 50 bis 200 für deine Firma. Und die gilt es irgendwo abzuspeichern, zu registrieren. Das kannst du physisch machen, im Koffer, auf Papier, im Ordner. Du kannst aber auch Software-Tools nutzen, wie Dashlane zum Beispiel, wo du dann eine Notfallvertretung einrichten kannst, sodass diese Person auf all deine Passworte und Zugänge auch ein Recht hat. Und das wird auch niedergeschrieben im Notfallkoffer oder dort abgelegt. Und ein großer Bestandteil des Notfallkoffers, das sind die Verträge. Deine Mitarbeiterverträge, Lieferantenverträge, dann die Verträge aber auch mit dem Vermieter, Gesellschaftsverträge, sonstige Kauf- und Abnahme-, Kreditverträge, all das wird hier abgelegt. Und ganz wichtig auch, dass du dokumentierst, was deine Geschäftsgeheimnisse sind, was die Prozessanweisungen sind, die Geschäftsordnung. All das wird hier als Papier oder als digitaler Datensatz auf dem USB-Stick abgelegt. Und egal, ob du deinen Betrieb verkaufen willst oder ob ein interner Nachfolger nach einer Krise übernehmen musst, auf jeden Fall brauchen die Banken die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die Jahresabschlüsse und Bilanzen der letzten Jahre. Und auch das hier gilt es immer wieder aktuell für die letzten 3 bis 5 Jahre hier abzulegen. Denn dann kann der Nachfolger viel leichter auch eine Finanzierung bekommen, bei Banken Fördermittel beantragen, um dann entweder den Kaufpreis zu bezahlen an die Erbengemeinschaft oder von dir das Unternehmen abzukaufen. Zusammengefasst ist der Notfallkoffer einer der wichtigsten Einrichtungen in deinem Unternehmen. Es ist zwar unschön, auf der einen Seite sich darüber nachzudenken, wenn dir was passiert, Unfall oder Tod, aber auf der anderen Seite brauchst du diese Information spätestens dann, wenn du dein Unternehmen verkaufst. Denn der Übernehmer, der will genau diese Information haben, der braucht die. Das wird Vertragsgegenstand auch sein. Und von daher, du musst das sowieso machen, von daher, warum nicht gleich heute? Die Erfahrungen zeigen, wenn du dich gut vorbereitest auf eine Krise, dann ist es meistens wahrscheinlicher, dass sie nicht eintritt. Und von daher fang heute an und such dir auch 1, 2, 3 wichtige Personen, Rechtsanwalt, Freund, Familienangehörigen, die dann jeweils ein Duplikat bekommen von diesem Notfallkoffer. Das Zweite ist, was du brauchst außer diesem Kreis der Zuwendungsempfänger des Notfallkoffers, auch einen Tonus, wo du regelmäßig die Daten aktualisierst, die Verträge aktualisierst. Das bedeutet immer wieder, die USB-Sticks oder die Koffer, die Gegenstände, die Ordner einzusammeln, zu aktualisieren und wieder zu verteilen. Und das machst du vielleicht einmal im Jahr. Bei größeren Unternehmen würde ich das sogar alle 6 Monate machen. Wenn du hierzu Fragen haben solltest oder Hilfe dabei brauchst, diesen Notfallkoffer A abzubilden, eine Struktur zu entwickeln und auch die entsprechenden Erfahrungswerte von uns zu nutzen, dann vereinbare gerne ein kostenfreies Erstgespräch. Auch für die Erstellung und Überarbeitung all dieser Maßnahmen kannst du Fördermittel beantragen, sodass dein Unternehmen entweder abgesichert wird oder du eine erfolgreiche Übergabe an den Nachfolger regelst. Ich wünsche dir nun viel Erfolg und lade dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und gerne uns weiter zu empfehlen. Viel Erfolg wünscht dir dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.